Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Habt ihr mal Möhrensalat mit Orangen gemacht? Noch nicht? Dann ist ihr Zeit mal ausprobieren. Und wenn ihr diesen Salat fertig hergestellt habt, dann sieht dieser Salat so aus. Sehr lecker, so richtig farbenfroh und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Diesen Salat zu bereiten brauchen wir Möhren, Orangen, eine Reibe. Ihr könnt auch die andere ganz normale Reibe nehmen. Mit dieser Reibe sieht Salat natürlich viel hübscher. Den Teller, wo wir es werden reiben, und wird dieses Salat angerichtet mit etwas Zitronensaft, Puderzucker, Prise Zimt und Öl nach Ihrer Wahl. So, wir fangen erstmal mit den Möhren. Möhren erstmal mache ich etwas kürzer und dann reiben wir es durch. Dann haben wir so eine längere Stifte. Sieht dann so aus. Als Lena ihr die Stifte lässt, als Lena werden die dann auch Streifchen von den Möhren. Machen wir erstmal unsere Möhren fertig. So, Möhren haben wir gerieben. Nehmen wir uns oder Teller oder eine Schüssel, wo wir den Salat fertig machen werden. Ich mache nicht so viel, deswegen nehme ich einen so einen tiefen Teller. Das wird schon reichen. Schaut, wie toll sieht er aus, wenn man mit so einem Stift macht. Und wenn ihr wollt, ich kann euch Link unten in die Beschreibung reinmachen zu dieser Reibe. Die Reibe habe ich schon über 20 Jahre und bereue die nicht, das auf so einen Jahrmarkt zu kaufen, weil ich nutze die wirklich sehr, sehr oft. So, und jetzt kommt noch Orange. Orange müssen wir filetieren. Wenn ihr Bio-Orange nimmt, dann könnt ihr diese Schale auch zubereiten, zum Beispiel als Stifte mit Schokolade. Sehr lecker. Jetzt schneide ich die Orange genau auf den, wo das Strich sieht, wo jeder einzelne Orangenteil ist. Diese Zwischenwandschale müssen wir wegmachen. Dass die Orange ist richtig so sauber. Danach kann man auf die Hälfte und auf unsere Möhren dazu drauflegen. Am besten ist das auf den Teller machen, weil da kommt immer Saft und den Saft kann man auch in den Salat reinmachen. Dafür am besten ein sehr scharfes Messer benutzen, dann geht es schnell und einfacher. So, mit Orangen sind wir auch fertig und dieses Saft, was rausgekommen beim Filetieren, geben wir auch über unseren Salat. So, und jetzt brauchen wir nur unsere Dressing machen. Ich habe jetzt einen Teelöffel für diese Menge von Puderzucker genommen. Und gebe so 2 Teelöffel noch Zitronensaft. Zitronensaft habe ich einfach in die Würfel angefroren und dann habe ich immer Zitronensaft parat, wenn ich aber einmal keine frischen zu Hause habe. Geben wir dazu eine Prise Zimt, wirklich nur ein bisschen. So schaut ihr, wirklich nur ein bisschen. Und ungefähr vielleicht ein Esslöffel Öl. Das war's da schon. Geben wir über unseren Salat und unser Salat ist fertig. Es geht so schnell und er ist so schmackhaft und voller Vitamine. So, unser Salat ist fertig. Brauchen wir noch ein bisschen um.
umrühren. Ein paar Minuten ziehen lassen und dann können wir schon am Tisch servieren. So ein sehr erfrischender, sehr leckerer Salat. Und wie habt ihr es gesehen, ich habe auch kein Salz reingemacht. Das müsst ihr wirklich nach eurem Geschmack das machen. Oder hier Kräuter. Sogar die Kräuter finde ich hier überflüssig. Sehr, sehr leckerer Salat. Schaut. Und so schnell gemacht. So ein paar Minuten aber ziehen lassen, müssen wir schon. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit, bleiben Sie gesund, liebe Freunde. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie mich. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.